Hallo, ich bin Martin Koch, ich bin Projektmanager bei Schneider Electric und bin gerade mit meinem Kollegen Roman Walloff hier auf der IAA in Frankfurt am Stand der IONITY angekommen. Jetzt möchten Roman und ich hier, während unser E-Auto gerade auflädt, schauen, ob jemand von der IONITY uns noch nähere Details zu den Ladeparks mitteilen kann. Hallo Paul. Hi Martin. Zunächst vielen Dank, dass wir hier sein dürfen auf eurem IAA-Stand der IONITY. Du kannst uns sicherlich mehr darüber verraten, was sich hinter IONITY verbirgt und mit welcher Idee ihr die Elektromobilität in Europa voranbringen möchtet. Was ist die IONITY? Das ist ein Joint Venture von mehreren Automobilherstellern mit einem Ziel, nämlich die Ladeinfrastruktur auf europäischer Ebene auszubauen. Und zwar mit 400 Stationen in 24 Ländern bis Ende 2020. Das klingt nach einem sehr ambitionierten Ziel, für das man erfahrene Partner benötigt, wie zum Beispiel Schneider Electric. Inwiefern helfen wir von Schneider der IONITY dabei, diese Ziele zu erreichen? Thema 350 Kilowatt. Also wir müssen natürlich diese Menge an Strom vom Mittelspannungsnetz an die Säulen und an die Kundenfahrzeuge bekommen. Das schaffen wir natürlich mit den Trafos von Schneider. Das spielt eine entscheidende Rolle. Mhm. Du sprachst gerade von den 24 unterschiedlichen europäischen Ländern mit diversen unterschiedlichen Regularien und Normen. Wie hilft Schneider Electric in diesem Bereich euch weiter? Es ist tatsächlich so, da muss man sich vorstellen, man baut ein Musterhaus 400 Mal in 24 Ländern. Und zwar mit 24 unterschiedlichen Regularien. Deswegen sind wir auf ein Partnernetzwerk, auch von Schneider, sehr angewiesen, damit wir diese Musterhäuser in 24 Ländern bauen können. Es ist auch ein kompliziertes Verfahren, aber wir brauchen die Hilfe. Und ich glaube, gemeinsam können wir das richtig anpacken. Genau, mit unserem Partnernetzwerk in den verschiedenen Ländern vor Ort haben wir starke Partner, die uns dabei unterstützen, die entsprechenden Genehmigungen einzuholen, um das Ziel von 2020 gemeinsam zu schaffen. Und wir können es nur gemeinsam schaffen, packen wir es an. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir.